Einen schönen guten Tag und nochmals hallo hier beim JFD Live Trading TV vom heutigen Mittwoch, 28. Januar wird geschrieben und ich möchte Ihnen heute hier nochmal gerade den Trade vorstellen, der hier im Guidance Stream angekündigt wurde bzw. durchgeführt wurde. Hier ist zunächst der Chart. Es handelte sich hier um eine Rainbow Breakout Strategie, der Rainbow ja in vielerlei Hinsicht einsetzbar. Was macht man mit dem Rainbow? Man sucht starke Trends. Die werden hier symbolisiert durch ein Sammelsurium an gleitenden Durchschnitten, die mehr oder weniger hier dann praktisch das Momentum signalisieren. Und genau das hatten wir heute Morgen hier beim britischen Pfund gegenüber dem US-Dollar. Und insofern Grund genug, diesmal hier live im TV aufzunehmen. Wir sehen jetzt hier den aktuellen Live-Chart zum britischen Pfund gegenüber dem US-Dollar im 15-Minuten-Chart-Intervall. Wir gehen mal hier auf die 5 Minuten zurück. Auch hier ist der Markt grundsätzlich bullisch orientiert. Wenn wir in den Zeitebenen weiter nach oben gehen, hier jetzt im H1-H4, dann wird es doch schon wieder etwas bitterlicher. Aber kleine Trends fangen von den kleinen Zeitebenen an, sich möglicherweise zu Trendwenden zu etablieren. Ansonsten mit dem großen Trend gesehen hat das britische Pfund hier aktuell augenblicklich nur eine korrektive Bewegungsphase vor sich. Doch je nach Zeitfenster interessiert mich das aktuell wenig. Und insofern hier im M15 auch der Rainbow klar strukturiert. Die Idee war folgendes: Wir haben hier den positiv separierenden Rainbow, wir haben hier im grünen Rechteck die Asia-Range vom heute, die hier 34 Pips umfasste. Das Währungspaar selber aktuell auf Tageshoch, jetzt hier mit 47 Pips gerade unterwegs. Und das ist ganz spannend dahingehend, dass wir aktuell die Situation haben, dass wir hier von der Daily Range aus betrachtet noch ganze 129 Pips vor uns haben. Das heißt, grundsätzlich könnte heute hier noch einiges nach oben gehen. Der Ausbruch aus der Asia-Range verspricht prinzipiell durchaus noch weiteres Potenzial. Schauen wir uns die Tagesstatistik dazu an. Auch der Mittwoch hier mit 52% marginal positiv, aber immerhin auch hier passt das ganz gut ins Bild. Insofern wird jetzt der Trade weiter beobachtet. Der Ausbruch aus der Asia-Range scheint jedenfalls jetzt hier nachhaltig geglückt. Tatsache ist, je weiter sich der Preis nach oben schraubt, desto mehr sollte man an Absicherung denken. Hier inklusive dessen, dass man irgendwann in den nächsten Minuten/Stunden, sofern der Preis dann hier an das gestrige Tageshoch ranrückt, an diese Widerstandszone, die sich hier aktuell beim britischen Pfund gegenüber dem US-Dollar zwischen rund 1,5212 und eben dem gestrigen Tageshoch 1,5223 bewegt. Spätestens hier oben sollte man über einen Teilverkauf nachdenken oder aber den Stop-Loss entsprechend auf Break-Even nachziehen. Das wird eine ganz, ganz wichtige Geschichte sein, dass man hier eben dann Gewinne sichert. Und auch im Zuge weiterer Preishochs nicht vergisst, den Stop nachzuziehen, denn die Range dehnt sich nach oben aus und insofern darf natürlich im Sinne einer Trendfortsetzung der Preis um Gottes Willen nicht nochmal nach unten abdrehen. Was wir noch dazu haben an, in Anführungszeichen, kleiner Bestätigung, ist hier diese heutige Fuzzy-Logik vom britischen Pfund gegenüber dem US-Dollar, hier gerade im 15-Minuten-Chart auch, die sich hier daran orientiert, dass wir vergangene Pattern, vergangene Chart-Symmetrien, vergangene Preisverläufe sozusagen projizieren in ihrer Bewegungsimpulsivität und das gekoppelt mit der Saisonalität wirft hier beim britischen Pfund gegenüber dem US-Dollar tatsächlich eine weiter steigende Tendenz auf. Wir sind hier gerade, wie gesagt, auf Tageshoch, das Preis Verhältnis baut sich weiter nach oben aus und die Fuzzy-Logik verspricht hier durchaus noch deutlicheres Potenzial, insofern, dass wir hier die Tagesrange ausschöpfen können, mehr als ausschöpfen können. Und daher nochmal zurück in den Live-Chart. Ja, aktuell nochmal ein neues Tageshoch. Sieht so aus, als würden wir hier ranlaufen an das gestrige Tageshoch und da wird es eben spannend. Da sollte der Preis tunlichst nicht stark zurückprallen. Eine kleine Verschnaufpause ist hier oben durchaus zu erwarten, aber dann könnte man hier davon ausgehen, dass wir im Zuge der noch vorhandenen Range sogar hier eben die Niveaus von 1,5270 ansteuern. Das wären dann auch hier eben die Preislevel, die sich hier anhand der Fuzzy-Vektorlogik hier oben ableiten lassen. Sehr, sehr interessante Situation beim britischen Pfund gegenüber dem US-Dollar. Schauen wir mal, wie sich das Währungspaar noch entwickelt. Letztlich eine sehr, sehr interessante Gegebenheit gerade. Zusätzlich dazu auch noch gerade Euro-US-Dollar interessant geworden. Auch hier im M15 ein Einstieg erfolgt. Hier sind wir noch in der Asia-Range. Das ist hier sehr, sehr schön zu sehen. Aber wir haben auch hier positiv auffächerndes Momentum. Und wenn der Preis jetzt eben hier den Widerstand, den Stundenwiderstand, den 4-Stunden-Widerstand und eben das
Tageshoch-Schrägstrich die Asia-Range nach oben überwinden könnte, dann hätten wir hier auch deutliches Potenzial nach oben. Chancen gibt es, wie gesagt, genug. Wir folgen, oder ich persönlich folge gern dem Rainbow. Letztlich muss jeder selbst die Verantwortung für seine Trades übernehmen, wenn er handelt. Und dies sind auch hier nur Informationen, keine Handelsempfehlungen. Um Gottes Willen, da hat jeder selbst die Bürde zu tragen. Ich sage aber an dieser Stelle dennoch vielen Dank fürs Einschalten. Hoffentlich hat es in Sachen Inputs geholfen. Und ich verbleibe bis gegebenenfalls zum Nachmittag oder aber spätestens morgen. Sie werden es wieder im Livestream erfahren, wenn wir noch eine Sendung ankündigen. In diesem Zusammenhang noch einen schönen Handelstag. Ihr Christian Kämmerer.